heiße Levka Hansen und ich arbeite hier am GEOMA als Chemielaborantin. Ich bin direkt nach meinem Abitur hier zur Ausbildung gegangen und dadurch, dass ich jetzt schon ausgelernt bin, bin ich halt erst 22 und damit habe ich halt echt noch alles offen. Ich kann noch studieren, ich kann mich weiterbilden, aber ich könnte natürlich auch, wenn ich das Glück habe, hier bleiben und vielleicht längerfristig sozusagen meinen Beruf ausführen. Also um meinen Ausbildungsberuf zu erlernen, reicht eine Realschule. Ich habe jetzt einfach das Abitur gemacht, weil ich vielleicht auch noch studieren möchte. Aber es ist definitiv nicht zwingend notwendig für diesen Beruf. Wir nehmen die Proben an, wir bearbeiten die Proben, wir messen die Proben für die Wissenschaftler und geben dann sozusagen die fertigen Enddaten an die Wissenschaftler weiter, die diese dann sozusagen interpretieren für ihre Forschung. Das sind Wasserproben, Filterproben, Sedimentproben. Es können aber auch kleine Krillen, kleine Phytoplankton sein. Es können verschiedene Algenkulturen sein. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Proben. Man arbeitet definitiv mit gefährlichen Substanzen. Man muss sich auf jeden Fall selber schützen, aber dafür haben wir auch persönliche Schutzausrüstung wie Kittel, Schutzbrille, Handschuhe, Laborabzüge, wo wir mit gefährlichen Säuren, Laugen, allgemein giftigen Stoffen arbeiten nur. Und man hat auf jeden Fall mit gefährlichen Substanzen zu tun. Ich bin immer noch sehr unschlüssig gewesen, was ich tun wollte. Und ich dachte mir, eine Ausbildung erstmal beginnen ist erstmal gut, weil man erstmal so einen Startpunkt im Leben hat und damit kann man immer noch alles machen und auch immer noch studieren, wenn man möchte. Ich hatte eigentlich schon immer Interesse an den Naturwissenschaften, sei es Biologie, Chemie, Informatik oder Mathematik. Und wenn man daran Interesse hat, dann wäre der Beruf auf jeden Fall was für einen. Und so bin ich halt auch auf die Idee gekommen, vielleicht etwas in die Richtung zu tun. Die Laborarbeit in der Schule, die kleinen Versuche, die man hat, die haben mir auch schon immer Spaß gebracht. Es ist einfach sehr abwechslungsreich dadurch. Man hat halt eine praktische Übung. Und dadurch bin ich irgendwie auf den Beruf gekommen und habe einfach Glück gehabt, dass ich am GEOMA einen Platz bekommen habe. So richtig intensive Chemie habe ich erst hier in der Ausbildung gelernt. Ich war viel mehr bei Mathematik und Biologie. Aber das muss einen gar nicht abschrecken, weil man lernt die Chemie hier gefühlt von komplett neu in dieser Ausbildung. Und natürlich ist ein Grundverständnis, das muss man auf jeden Fall haben. Aber mein detailliertes Wissen war jetzt nicht so stark, wie was ich jetzt hier gelernt habe. Also es ist vollkommen okay, wenn man das nicht hat. Man muss auf jeden Fall hier Englisch sprechen. Das ist sehr wichtig, weil viele Wissenschaftler kein Deutsch können. Aber das lernt man eigentlich schnell. Und selbst wenn viele, die länger hier sind, verstehen sogar Deutsch. Unsere ganzen Kollegen, die schon mehrere Jahre hier sind, die sind alle gefühlt einmal um die ganze Welt gekommen, weil Schiffsfahrten überall halt stattgefunden sind. Und genau, also man kommt auf jeden Fall viel rum, wenn man hier länger ist. An sich ist es freiwillig. Es gibt natürlich auch vielleicht Bestimmungen, wo man sagt, okay, es wäre auf jeden Fall cool, wenn du eine Reise pro Jahr machst. Ist natürlich irgendwann später, wenn man vielleicht Kinder hat, schwierig. Für uns jungen Menschen ist das natürlich super, weil wir uns freuen, rauszukommen. Deswegen, also es ist eigentlich immer alles auf relativ freiwilliger Basis hier. Aber ich glaube, viele Leute haben auch Spaß daran, weil es halt so den Arbeitsalltag so ein bisschen auflockert. Und es ist einfach eine ganz andere Erfahrung, nochmal irgendwo anders zu arbeiten. Man hat natürlich auch Auswertetage, wo man dann wirklich vielleicht mal nur an der Maschine sitzt und die ganzen Daten auswertet. Aber hauptsächlich besteht tatsächlich unsere Arbeit aus der Laborarbeit, wo wir wirklich Proben bearbeiten, Proben vorbereiten fürs Messen. Also man kommt meistens morgens rein, checkt mal seine Mails, gucken, was so die Wissenschaftler von einem wollen. Und dann fängt man eigentlich direkt im Labor an. Also der Unterschied ist definitiv, dass man in der Industrie immer die gleichen Probenschritte wiederholt und es auch für jeden kleinsten Teilschritt eine ganz bestimmte Person gibt, damit es halt viel effizienter, sag ich mal, läuft, weil man halt auch einen ganz, ganz hohen Probendurchsatz schaffen muss. Und bei uns ist halt der Vorteil und meiner Meinung nach auch wirklich ein herausstechendes Merkmal, dass wir halt mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Man hat halt mehr Freiheiten, weil die Wissenschaftler selber immer verschiedene Experimente haben und dadurch hat man halt eine super hohe Abwechslung in seinem Beruf und das finde ich halt extrem herausstechend hier am GEOMA.
glaube, dadurch, dass wir am Geoma sind, haben wir das Glück, dass wir als Laboranten viel auch mit internationalen Menschen sogar arbeiten. Dadurch, dass die Wissenschaftler halt aus verschiedenen Herkunftsländern kommen und wir auch immer mit unterschiedlichen Wissenschaftlern zu tun haben und wir nicht so Fabrikarbeiten vollziehen und immer das Gleiche machen, sondern ganz individuell auf die Wissenschaftler abgestimmt arbeiten. Und dadurch würde ich schon sagen, dass ich mit vielen verschiedenen Menschen zu tun habe. Ich finde aber auch immer sehr spannend, was hinter den Proben steht, also was die Fragestellung dahinter ist. Und ich möchte halt auch verstehen, warum ich das tue. Dass man nicht jeden Tag das Gleiche macht und eingefahren ist, sondern dass wir durch die verschiedenen Wissenschaftler, die ja auch immer wechseln, immer neuen Input bekommen, ich mich auch selber weiterbilden kann, was auch die wissenschaftliche Richtung angeht. Und wir halt auch immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden, dadurch, dass Wissenschaftler immer wieder neue Ideen haben und andere Experimente. Und dadurch gefällt mir das hier total gut.